Und ihr habt ungefähr alle dieselbe Menge an Erfahrung. Was ich auch schon mal gut finde. So, hier können wir doch das Silber und alles rausholen. Am besten noch eine Eistruhe bauen. Noch ein Forschungspunkt. Okay, hier ist kein Silber, das ist auf der anderen Seite. Verkalkuliert. Aber ja, selbst das bisschen Silber finde ich sehr hilfreich. So, versuchen wir mal noch einen hier runter zu locken. Vielleicht kriegen wir ja den zweiten Ork hier runter. Dann können wir den Schamanen in Ruhe da oben ausschalten. So. Das Silber haben wir. Oh ja, und dann ersetze ich auch gleich die Holzpflanzen durch bessere Holzpflanzen, dass wir schneller an Holz kommen, dass wir schneller unsere Löcher stopfen können. Oh, jetzt sind beide da unten. Nein, jetzt nicht mehr. So, der Schamane ist da oben gefangen, das heißt, ich kann meine Armee losschicken, den Ork zu töten. Ich sehe leider gerade nicht, was er angegriffen hat. Könnt ihr beide euch mal... Oh, du siehst nicht gerade gesund aus. Wir versuchen es trotzdem mal. Okay, er greift nicht den Fernkämpfer an. Gut. Oh, du siehst aber auch nicht mehr ganz so frisch aus. So, Aufräumarbeiten. Und ja, eigentlich wollte ich ja auf die Offensivstrategie warten, aber das hat sich dann wohl erledigt. So, eine Brücke brauchen wir bitte. Und da muss hier ausgegraben werden. Oh! Du sitzt mal wieder in der Patsche. Das heißt eine Leiter. Von hier aus könnte ich gut in den Raum kommen. Und hier sind noch weitere Räume. Hier ist ja noch Eisen. Ja. Wow, woher habe ich jetzt eigentlich auf einmal den ganzen Stein her? Ist mir gar nicht aufgefallen, dass ich den habe. So, dann verkaufe ich mal hier. Ach so, weil ich ja hier unten Stein gefunden hatte. So, hier drunter ist noch Obsidian und war ja klar, dass hier noch eine Eisenader ist.
Ich benutze mal, also jetzt erst einmal Offensivstrategien. Das heißt, ich kann jetzt kostenlos. Einen zweiten Forschungstisch bauen. Jawohl. Was bedeutet mehr Jungzwerge? Einen mindestens als Forscher. Einen als Fernkämpfer. Und sehr schön, zweite Luft. Das hier wird tief, bis ich es lange dauert, bis ich es mal ausgehoben habe. Und ja, die Forschungstische sind ziemlich teuer. Ja, jedenfalls was Marmor angeht. Also warte ich für den letzten Tisch, bis ich das Marmor zusammen habe. Und sowieso alles andere. Währenddessen fange ich schon mal an, die Räume weiter zu verschönern. Die Verschönerung gehört. So. Da passt noch ein Forschungstisch hin. Jo. Da wird alles zugemacht. Das heißt, hier kommt dann eine Treppe hin. Oder eine Leiter. Und ich baue den Forschungstisch einfach hier hin und baue hier dann Stühle und so hin. Ja, das wird wahrscheinlich klüger sein. So, designen wir schon mal die Wände hier. Ja, jetzt sieht das langsam richtig heimelig aus. Auch wenn überall noch große Lücken und alles sind. So, hier kann ich die Steine noch verkaufen. Hier kann ich das Eisen freischaufeln. Hier brauche ich eine Leiter, dass das Ganze erreichbar ist. So. Ich porte ich mal hier runter und nehme die Leiter weg. Wenn einer von den beiden fünf ist, mache ich ihm zum Dings. Ja, auf jeden Fall schon mal einen Gelehrten. Die können sich dann nämlich wieder abwechseln. So, mehr Stein. Das war jetzt toll. Mehr Stein, mehr Gold. Ich brauche halt vor allem den Stein gerade. Hier wäre noch ein Raum. Da drüben wäre noch ein Raum, den ich von hier aus erreichen könnte. Also ja, was alles nachher über meinem Reich ist, interessiert mich nicht mehr so wirklich. Großer Steincluster ist gut. Also wenn ich hier nachher zugemacht habe, kann ruhig ein paar Stufen über meinem Reich etwas sein, was mich nicht mehr interessiert, wenn da nichts mehr ist halt. Oder hinter meinem Reich. Und da unten. So. Ein Militär. Zum Trainieren. Viel Spaß. George. Oh, ach ja, da war ja noch was.
Nein, das ist am besten. Ich glaube nämlich nicht, dass ich einfach hier oben Pflanzen bauen kann. Doch, kann ich. Strategie. So. Und da ich so viel Holz habe, schließe mal diesen Block unter diesen Block. Dann schließen wir weitere Blöcke hier erstmal. Ich glaube, das da sollte ich dann auch schließen. Aber ich fange jetzt mal erstmal hier im Wohnzimmer an ein bisschen. Wobei ich im Thronsaal oder hier hätte anfangen sollen. So, du Level up. Ja, als nächstes die beiden Sachen. Wobei ich als nächstes die Kosteneffizienz gerne wollte. Ja, Essensration und so weiter sind doch vorteilhafter. So, wir haben jetzt ordentlichen Holzfluss, also kann ich wirklich hier mal zumachen. Ich kann hier zumachen und hier ist noch mehr Platin. Pff. Ach so, wie bist du da unten hingekommen? Zum Glück ist hier gleich der Esstisch, sonst hätte ich wieder ein Problem gehabt. Der trainiert, sehr schön. Ja. Leute. Ich werde nichts sagen, aber da steht ein Forschungstisch. Warum will an dem Forschungstisch niemand forschen? Forsche, ich befehle es dir. Verbackte Forschungstische, das auch noch. Ganz ehrlich, ich lasse ihn mal da stehen. Vielleicht, wenn ich nachher neu lade, also da die Aufnahmesession eh langsam zu Ende geht. Da fällt mir ein. Bessere Betten. Mehr bessere Betten. So. Wenn wir schon den Stein haben, dann nutzen wir ihn auch für etwas.